So, einen wunderschönen guten Abend, da sind wir wieder, Uftwitsch. Dabei haben wir die Anja und den Thorsten. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ich habe noch gar kein was im Marsch vorbereitet. Oh Gott, was ist die Vorbereitung hier? Hält sich ganz wie immer. Fürchterlich. Fürchterbar. Nur diese alten vergesslichen Säcke. Eben. Was denn mal von Thorsten? Dankeschön, Thorsten. Prost. Zum Wohl. Ich lasse dann mal Luft aus dem Glas. Joho. Kaffee hinterher. Was glaubst du denn, was ich tue? Ja, nee, nee. Irgendwer hat einen Motor angemacht. Ja, ah, das Torst, die Line. Der fängt schon wieder an zu drängen. Wir haben noch gar nicht angefangen, der drängelt schon. Ja. Und die Alarmfunzlern. Hast du Angst, Jung? Na, erstmal eine Basteln, bevor ich die schwere Arbeit hier mache. Mhm. Achso, vor allen Dingen soll ich mir mal eine. Halt, stopp, das war verkehrt. Lass mich da wieder raus. So. Die Abbeizbreite. Wir müssen ja wissen, wie groß der Pinsel sein muss zum Abbeizen. Ja. Wir machen heute Zucker. Nein, wir machen das nicht. Wir ernten. Wir ernten heute den gemachten Zuckerrohr. Und Opi, wir müssen das Feld heute fertig kriegen. Das muss nämlich danach gleich gekalkt und gedüngt werden. Ja, Sir, Colonel Sirman. Wer sagt denn, dass es heute fertig werden muss? Weil das nachwächst. Weil das nachwächst. Ja, und? Das wächst, das machst du fünf Tage. Wenn du das, was du jetzt aberntest, sein lässt und dann später weitermachst, ist das schon wieder gewachsen. Freitag! Ja! Karfreitag! Thorsten, was hast denn du jetzt vor? Och, ich gucke nur. Er guckt nur, aha. Ich habe einen Baum gefunden. Gut. Guten Abend zusammen von Michael, die auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Michael, grüß dich. Habe ich mir hier schon eine Linie? Das ist aber eine blöde Grazer. Eine blöde Grazer. Oh, ich war noch nie in diesem Fahrzeug. Ich merke es gerade. Kraft, das ist in Ordnung. Rasterbahneinstellung. Die ist noch falsch. Mit 100 müsste ich eigentlich durchkommen. Ein bisschen mehr nach rechts verschieben. Dann komme ich vielleicht auch an der Bahn vorbei. Ah, ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Ich werde mal manuell weitermachen. Mit dem Manuel. Mhm. Was
Hat er die Kabine überhaupt hochgefahren? Nein. Wie kriege ich denn die Kabine hochgefahren? Kabine! So. Tastatur ist es die X. Nein, String A. Gut. Ihr wart heute früh fleißig und wollt Federball mitspielen lassen. Wenn sie einen vernünftigen PC hätte, warum denn nicht? Und hallo, Opi von Markus. Weil du weißt doch, wir stehen auf Frauenpower. Wir haben die wahnsinnige Rami, die noch wahnsinnigere Anja. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Oh, die Warnblinks sind schon an bei mir. Wie viel fährt denn der? 10? Eine Portion Käsespätzle habe ich heute gefuttert. Als Mittagessen. Leer. Herbie, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Hallo Herbie. Wie viel sieht man denn von innen? Ja, vergiss uns. Gut. Das hat sich erledigt. Das siehst du nicht hier. Nicht wirklich. Okay, du musst noch ein bisschen Geld hinschaufeln. Und werdet ihren Wunsch erfüllen, damit ihr nicht nur Frauenpower habt, sondern auch eine verrückt. Eine Verrückte? Kann mir gar nicht vorstellen, dass deine Frau verrückt ist. Ich weiß ja nicht mal, ob das deine Frau ist. Na, von Herbie? Hallo Herbielein! Verrückt nach LAs? Aha. Ja, so, wenn es weiter nichts ist. Dann schicken wir die zur Rami in eine Fahrstunde. Was soll das wohl werden? Oh, weia. Oh, ich hab hier die Linien überall. Warte mal, die Linien aus. Danke für den Bienenstich. Herbie, grüß dich. Herbiene. Bibibi. Der Thorsten ist unter Garantie schon wieder in einem anderen Fahrzeug. Nein, der fährt hinter mir her. Ach so, der bleibt doch hinter dir. Der macht echt den langweiligen. Ja. Na, bei Anja passen nur zwei Spuren rein und dann muss es schon wieder weg. Ja, ja. Also machen wir jetzt mal eine Exit-Party. Voll? Ja.
Ja, ich komme angeschlichen. Mit 10 km/h. Ja, du bist die, mit dem ich darf mich schneller bewegen. Ich kann mich nicht schneller bewegen, Schnucki. Ach so. Nur wenn ich hinter dir herfahre, wird das nichts mit schneller fahren. Nein, aber wenn du aufholen kannst, kannst du ruhig aufs Gaspedal dingsong. Ich hab doch gar kein Pedal. Noch nicht mal ein Lenkrad. Oh, machst du einen auf Scheiß Kluger? Nein. Gut. So, ich bin voll. Tada. Ja, Moment. Ich fahre erstmal ein bisschen durch die Gegend. Naja, 2 oder 3 Mal außen rumgurken, damit wir genügend Platz haben zum Wenden. Obwohl das Ding ja fast auf die Stelle wenden kann. Das Ding. Ah ja. Oh, nervt mich nicht. Obwohl der Häcksler ja fast auf die Stelle wenden kann. Man sehe, was die Anja gerade macht, ne? Bremsen. Ja, gebremst werden. Macht heute Mauerkunde. Ja. So, und wenn die Zuckerfabrik voll mit dem Zuckerrohr ist, wohin mit dem restlichen Zeug? Ins Silo? Hier bei der Zuckerfabrik? Ja. Dann wollen wir mal einen raushauen. Herbie, dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Mach mir keine Angst. Ich möchte nicht gehauen werden. Nein, 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 nein. Naja, deine Frau auch vor allen Dingen, ne? Nicht, dass ich das vergesse. Das fände ich nicht schön. Da wollen wir mal einen raushauen. Wen haust denn du? Schon den Dursten hinter mir. Macht dir das keine Angst? Nein. Nee? So was. Warum soll man denn Angst machen? Man ja nur. Nein, so böse ist der Dursten nicht. Noch viel schlimmer. Ich komme nicht zum Kaffee trinken, nichts, weil der Thorsten mich so hetzt. Ja, das ist ganz gemein. Und ich habe kein Wasser nachgeschüttet. Ach, Opi. Guten Abend alle zusammen, einen schönen Karfreitag und frohe Ostertage. Dankeschön, Herbie. Danke, Herbie. Dir auch und deiner Frau. Euch auch. Drei. 2